Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Na, wenn das nicht mal eine schöne letzte Begegnung in Bulgarien war, an der Tankstelle stand nochmal eine rote S51 Enduro und nach kurzem Gespräch mit dem Tankstellenwart durften wir die sogar nochmal testfahren. Und jetzt stehen wir hier kurz vor der türkischen Grenze und ich bin ein bisschen gespannt, ob wir da so ohne weiteres drüber kommen, denn ich weiß noch nicht genau, was die Grenzpolizei zu der Schwalbe auf dem Dach sagt. Wir werden es einfach herausfinden. Viel Spaß mit diesem neuen Video. Befürchtet haben, hat der Grenzübertritt doch ein bisschen länger gedauert. Wir standen knapp 2 Stunden da, denn die wollten es wirklich ganz genau wissen. Und das Problem, was sie hatten, ist, für alle, die es mal nachmachen wollen, dass man als Einzelperson nicht 2 Fahrzeuge gleichzeitig einführen kann. Also nicht Auto und Moped in dem Fall. Und außerdem mit den Simson-Papieren haben die so ihre Probleme. Das wollen die nicht so ganz akzeptieren, weshalb man an der Grenze noch eine Versicherung abschließen muss. Hat uns 85 Euro gekostet. Aber jetzt sind wir hier in der Türkei und wir sind bereits in Istanbul und haben eine ganz besondere Mission vor uns. Wir holen uns jetzt die Ersatzreifen bzw. ein Ersatzrad von der Stalbe und dann schauen wir mal, was wir damit so vorhaben. Nice. So, brauchst du ja nicht mehr, ne, das Rad? So, wie ihr seht, sind wir nicht mehr alleine. Hinter uns sind 3 Jungs, die wirklich ein gewaltiges Projekt vor sich haben. Doch dazu später mehr. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Probleme beheben. Und eins davon, deswegen auch der Reifen, das ist das alte Rad, wo mittlerweile 12 Speichen rausgebrochen sind. Deshalb wir das mal kurz austauschen werden. Was ist denn hier am Obergurt passiert? Da ist hier einmal die Schweißnaht gerissen, weil sich der Rahmen verzogen hat, weil hier einmal eine Schraube locker war. Und dann habt ihr eine Schelle genommen und habt es einfach geflickt. Ja. Ja, muss also ja irgendwie weitergehen, oder? Vorübergehend, ja. Schön. So, wir sind jetzt hier mitten in der Türkei. Bisher lief es ja eigentlich ganz gut. Timo, Job, schön, dass ihr da seid. Wie kommt es überhaupt zu dieser Situation? Timo, erklär doch mal ganz kurz, wie sind wir hier hingekommen? Wie haben wir uns getroffen? Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir in Istanbul doch noch zu viert, großen Marc. Das stimmt. Wir haben ungefähr vor einem halben Jahr geplant, nach dem Studium eine große Reise zu machen. Und haben dann gesagt, okay, es wäre doch cool, mit den Simsons aufzubrechen. Ich habe meine schon ein bisschen länger. Marc hat sich dann noch eine dazu gekauft. So, dass der Plan schon lange stand, nach Kirgisistan zu fahren. Nur dann brauchten wir natürlich auch ein bisschen das handwerkliche Zeug dazu. Wir haben vorher noch gar keine Simson irgendwie angefasst, nicht repariert und gar nichts. Da gibt es natürlich nichts Besseres als den Zweiradgeber, der alles vorbeibringt. Genau, und dann haben wir währenddessen gemerkt, hey, ihr fahrt ja gerade los, ihr seid irgendwie mit dem Bulli unterwegs und der Schwalbe. Und ja, so sind wir dann nach, ich glaube, 4000 Kilometern irgendwie in Istanbul zusammengekommen. Da waren wir, wie gesagt, noch zu viert. Marc war dabei. Marc ist insgesamt mit mir von Hannover aus runtergefahren. Bis nach Istanbul und in Istanbul hat dann quasi Job übernommen, der jetzt von hier aus weiterfährt bis nach Kirgisistan.
Bis nach Kirgisistan wollt ihr. Das ist eine starke Nummer. Und als du mich angeschrieben hast, war ich auch ziemlich beeindruckt. Wie viele Kilometer sind es insgesamt? Also wir planen ungefähr 12.000 Kilometer. Was dann am Ende wird, das sehen wir dann mal. Ich habe schon jetzt von dir in den letzten Tagen gehört, dass der Tacho öfter mal kaputt gegangen ist. Wie lief es denn insgesamt so? Also hattet ihr mehrere Pannen oder... Da muss er lachen. Also auf jeden Fall. Gerade die rote S51 hat da schon ein bisschen was hinter sich. Zum Beispiel, wir sind gestartet in Suhl bei den Simson-Werken, haben uns die angeguckt und haben da direkt festgestellt, wir haben einen gebrochenen Rahmen. Das heißt, da gab es auf jeden Fall viel zu tun. Wir mussten die ganze Simson auseinandernehmen. Man lernt dabei natürlich auch noch viel. Ne? Viele Teile, die man zum ersten Mal in der Hand hat. Ansonsten haben wir uns viel mit Speichenbrüchen beschäftigt. Zwei Platten hatten wir. Viel die Elektrik, gerade wenn es regnet. Regen hatten wir bekanntlich recht viel unterwegs. Genau, aber ansonsten nichts weiter, was uns irgendwie länger als 3-4 Stunden aufgehalten hat. Das ist schon mal gut zu hören. Und vor allem ist es auch gut zu hören für alle, die sich vielleicht nicht trauen, eine größere Reise mit Simson zu machen. Es besteht scheinbar immer irgendwie und irgendwo die Möglichkeit, so ein Moped zu reparieren. Oder falls nicht, ihr könnt wahrscheinlich aus Erfahrung sprechen, es gibt immer Leute, die einem helfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Yup. This is the first time you are driving a Simson. How was it? How was your first experience? Really good. It just took maybe 15 minutes to get used to it. And from then on, it's very easy and convenient to drive. It's a lot of fun to drive. Okay. Was a bit hectic. I started driving in Istanbul. Oh yes. There was a lot of traffic. Had to get a little used to it. But after that, in the nature, it's amazing. Und unser nächstes Ziel wird dann Georgien sein. Wie viele Kilometer ist es bis dahin ungefähr? Ich glaube, wir haben so 1200 Kilometer noch vor uns durch die Türkei. Müssen uns noch ein bisschen ranhalten, damit wir zeitlich ankommen. Und dann ab zum Schwarzen Meer. Wir sind jetzt seit knapp über einer Woche in der Türkei und für uns wird es Zeit, mal ein Zwischenfazit festzuhalten, denn dieses Land ist ein absoluter Geheimtipp. Nicht zuletzt wegen der einsamen Straßen, wegen der abwechslungsreichen Landschaften und wegen der gastfreundlichen Menschen hier. Und was die Ostfahrzeuge angeht, naja, so viel haben wir davon noch nicht vor die Linse bekommen, außer einer alten Java. Aber ein Türke hatte uns zumindest mal beiläufig erzählt, dass er seine allerersten Fahrversuche auf einer Simson unternommen hatte. Das war allerdings 1999 und er hat sie schon längst wieder verkauft. Für uns geht's, wie ihr schon gehört habt, jetzt weiter Richtung Georgien. Wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.